Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Folge 5. Schön, dass ihr eingestellt habt. Ich bin Neuxer, Billing auch gleich los. Wir gehen, rennen jetzt mal da hoch und helfen dem da oben mal. Wenn man von Teufel spricht, erscheint er! Oh, hab ich doch richtig gehört. Freund. Naja, nicht wirklich. Aber gut getroffen, oder? Langsam habe ich den Dreh raus. Zumindest manchmal. Was ist denn los? Was? Ja, ich bin da, um dir zu helfen. Was ist das denn? Steh halt nicht so rum wie eine Zielscheibe auf dem Hügel. Echt. Warum zielst du denn jetzt auf mich? Mach schon, Merl freut sich. Was? Du freust dich? Ach, Mar freut sich. Ja, das freut mich. So. Was? Wir haben Vorteilspunkte bekommen. Haben wir dann vielleicht... Was haben wir? Vielleicht haben wir dann 14. Machen wir hier IP, HP. Ein HP-Boost. Haben wir immer noch 6 Punkte. Was können wir denn hier? Fast auf den Nahkampf. Was haben wir hier? Aha, nee. Und mit 2 haben wir auch. Ja! Finde ich gut. Da können wir ja gleich mal machen. Passt mal auf. Wir nehmen jetzt die schönen Chess mit. Ich weiß nicht mehr, was das hier, wieso, was. Ach, das sind so Kämpfer. So freie Kämpfer. Ach so. So, jetzt haben wir beide dabei, ne? Die werden irgendwann mal kommen werden. So, okay. Mein Plan, was war mein Plan? Weil wir sind jetzt eh hier. Dass wir hier ein bisschen hier jetzt aufräumen. Machen wir jetzt so eine Schneise. Also hier, dann hier, dann hier, dann da, dann hier und dann hier so wieder hier hinter. Dies ist mal Plan. Machen wir jetzt Schnellreise zum gewählten Ort. Das sieht freundlich aus, der Typ, der John. Oder? Das sieht eigentlich nach netten Menschen aus. Das sind eigentlich alle sehr... halbwegs nett aus. Tja, fragt man sich, was ist schief gelaufen? Was ist hier jetzt? Wo sind wir denn jetzt dahin? Weiß nicht. Egal, wir gehen jetzt zum Silo. Hübscher Hund. Schade, dass er stinkt. Jungs, Freund, alles in Ordnung? Hab gehört, was passiert ist. Der Mann, der dich gerettet hat, war Pastor Jerome. Ein Geistlicher aus Falls End. Zumindest bevor die Sekte da eingeritten ist. Jerome ist der Schlüssel zum Widerstand gegen John. An deiner Stelle würde ich mich schleunigst nach Falls End bewegen und ihnen aushelfen. Dutch out. Mein alter Vogel muss ewig kochen. Da ist wieder so ein Silo. Gucken wir mal. Explosion drin. Einen brauchen wir noch. Oder zwei. Sehr schön. Ich mag es, wenn es explosiv ist. Oh, das könnte man hier unten auch noch machen. Hier, dann lassen wir uns so eine Schneise gehen, oder? Jetzt haben wir das doch nicht da. Naja, ist ja wurscht. Lensi, da brauchen wir eigentlich nicht. Aber wir müssen, sollten wir hier hingehen? Ich denke nicht. Du
mich erschrecken. Deputy. Du hast Waffen? Das ist gut. Ich brauche ein bisschen Munition. Haben wir was zum Verkaufen? Boah, 740 für den Bären. 900 für den Puma. Fünf für die beschädigte Haut. Wundervoll. Beschädigtes Fleisch. Ah, Fleisch. Oh, der lebt ja noch. Nein. So. Weiter geht's. Und gute Nacht. Du hast meine Frau umgefahren! Ach, verdammt, Treffer! Bin unterwegs! Ich hätte gedacht, das wären meine Leute, aber. Wohl getäuscht. Hey, das sind doch unsere Jungs. Was? Ich hab's nicht gesehen. Ich nicht gesehen haben. So, schauen wir mal, wie man hier reinkommt. Ah, das ist eine Rutsche. Ja, aber wie ist deine Rutsche? Ja, die sind unschuldig, aber warum greifen die uns eigentlich an? Wir benutzen jetzt einfach mal die Seilrutsche. Ding. Ah! Ding.
Okay. Hä? Bin ich denn jetzt hier rübergekommen? Auch einfach ein Auto dahinstellen können und aufs Auto hüpfen und dann zu. Ja, hochgegangen. Ich sehe da was. Sei bereit. Ich sehe da nichts, weil ich drin bin. Jackpot! Es ist schön, dass wir jetzt Schlösser knacken können, ne? Und dass wir die nicht mehr so gewaltsam öffnen müssen. Für 250 da jedes Mal so ein TNT wegballern, das muss ja nicht sein. Oh, da hatte sogar eine Dusche und ein richtiges Klo. Ja, Wahnsinn. Ich glaube nicht, dass das nur Dekoration war. Das sieht aus, als wäre da irgendwas dahinter. Nee. Wir haben Besuch! Ja! Ich bin hier unten. Könnt ihr dazukommen. Hier ist kuschelig. Mein Hund schmeißt einfach runter. Kein Problem. Das war ein fucking Spaziergang. Ah, hier, da. Ich komme nicht raus. Was du? Was ist das? Entschuldigung. War das das, was ich dachte? Meine Güte. Schön. Sowas muss man ja auch ins Spiel integrieren, ne? Hier geht es ja um Realismus. So, okay, was haben wir hier? Bewaffneter Konvoi, uninteressant. Dann haben wir einen Kornkreis. Ja, Wahnsinn. Dann machen wir hier das nächste Prepperle. Komm, das machen wir jetzt zu Fuß auch. Was knallst du denn so? Mein Hund greift den Bären an. Dieser Bär hat einen Stoppie gemacht. Ich rücke vor. Steht hinter einem Baum oder so. Dann schicke ich ein Paket. Ich krieg dich! So. Ich bin da. Ja. Ich bin da. La, la, la. Oh, die waren. Oh, das sieht aber lecker aus. Kriege ich das auch hoch. So, ich glaube da unten. Erwin, du hast niemanden erwischt. Wo liegt der denn? Na, egal.
Oh wei. Der hatte ein Kackleben. Beute! Gut. Fertig. Sehr schön. So, was machen wir jetzt? Machen wir den Bogen hier, oder? Hallo, hier ist Snake. Ich denke, das ist gar nicht so schlecht. Wer war das? Stellungswechsel. Ja, das macht ja Spaß, finde ich auch. So geht das. Ich finde das echt lustig. Und das mit Geräusch schon wieder. Ein Truter. Oh, ich finde Routine so cool. Die kleinen Klepper kann ich nicht ernst. Was ist so alles hier gibt in dem Spiel, gell? Arsch. Fahr einfach weiter. Ich rücke vor. Was ist da jetzt? Brettern hier voll rein. Mister, schön Sie zu sehen. So draufspucken, vielleicht hilft's. Du hast Nadine Abercrombie, ist die ansässige Künstlerin von Hope County. Sie lebt im Keller ihres Opas. Sie ist furchtbar wütend, weil die Sekte ihre wertvollsten Habseligkeiten mitgenommen hat. Was ist das Hacker? Der fährt weg, ja, ohne dich. So. Schade, dass er stinkt. Wer stinkt? Ich? Tut mir leid. Ich werde mich nächstes Mal waschen. Oh oh. Hier ist Wasser. Ah, ich habe eine Vermutung. Mach doch mal Platz, ey! Oh, das kitzelt. So. Oh Mann! Ich war schon wochenlang nicht mehr auf dem Klo. So, gehen wir wieder da runter. So. Jackpot! Gitarre. Das wäre doch geil, mit der Gitarre so, dass man so Gegner angreifen könnte. Das wäre lustig, so voll über den Kopf. So.
Würde wahrscheinlich nur einmal gehen, aber wäre lustig. Stattdessen haben wir hier irgendwelche komischen Stangen. Holzbretter. Wieso nicht mit der Gitarre? So viel naheliegender. So, ja, das läuft. Das ist ja der Wahnsinn. Guck mal her, das ist der bewaffnete Konvoi. Und als nächstes hier den komischen Niki. Schön. Und dann gehen wir hier wieder hoch. So, dann zack, zack, zack. Dann da hinten, dann wieder runter. Dann haben wir hier, schau mal, Wahnsinn, wie schnell das jetzt ging. Also, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte lasst ein Like da lassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, ganz gewiss. Ach, das war ja süß. Habt ihr das gesehen, wie der über den Zaun gehüpft ist, der kleine Wauwau? Der Boomer. Bis zum nächsten Mal.